Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Little Hope. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich will auch gar nicht lange labern, denn wir wollen ja die Story weitererleben, was uns so erwartet in Little Hope. Also, let's go. Da würde ich auf jeden Fall hingehen zum Dieses kleine Angebäude. Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Ja, aus einer anderen Zeit, da wir die deutsche Sprachspur haben, hören wir das nicht. Die Charakter sollen in Englisch halt wirklich so einen alten Akzent haben. Okay, von den entdeckten Bildern kannst du im Bereich Sammlung und Charakter erneut ansehen. Also von dir entdeckte Bilders. Ich kann nicht über Gras laufen. Was zur Hölle war das? Oh Gott. Nirsch. Vielleicht sieht man von da oben her. Vielleicht, eventuell. Wo ist denn da oben? Ach da. Yes. Mein Gott, was ist denn mit meiner Stimme heute los? Ein Geisterstädtchen im Nordosten, Little Hope, zurückerobert von der Natur. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Jedoch gibt es auch grüne Nord. Jetzt nochmal. Konzentration. Jedoch gibt es auch im grünen Nordosten der Vereinigten Staaten Geisterstädte tief in den Wäldern, vergessen und der Natur überlassen. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben, aber man wird zwangsläufig auf wirtschaftliche Gründe stoßen. Die Stadt floriert vielleicht einst, ob der Holz- oder Bergbauindustrie. Dann verschwinden die Arbeitsplätze und die Menschen mit ihnen. Bei der Stadt Little Hope ist der Name Programm. Sie gehört zu diesen Städtchen. Eine Gemeinschaft, die sich um eine Textilfabrik schart, welche aufgrund der Übersättigung des Markts von Billigimporten schließen musste. Nach vielen Versuchen, die Mühlen zu retten, wurden sie geschlossen und die Bewohner verließen die Stadt in Scharen. Bald darauf folgten die Schließung der Schulen und sogar der Kirche. Zurück blieb nur noch verfallene Ruinen. Verborgene Tiefe. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans Extremsports. Die Höhlen von Hope's Deep sind bei Eisklettern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserfälle gelten als gefährlich. Filmempfehlung: Architekten des Unleserlich. Unleserlich. 22:30, 21:30 Central. In dieser Folge demaskiert Kate Wilder den Zodiac-Killer, doch können ihre schonungslosen Ermittlungen neue Fakten über den berüchtigten Mörder zutage fördern? Sehenswert für die beeindruckende von den Golden Gate Bridge gefilmten Aufnahmen von San Francisco. Okay. Wie geht's dir? Weiß ich nicht.
Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich glaube, wir sind in Gefahr. Ich glaube, wir sind in Gefahr. Irgendwas an diesem Ort ist furchtbar falsch. Ja, das spürt man. Ja. Was lauert dort? Wir finden einen Ausweg. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Ja. Ich hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Gerne. Oh Gott, weg hier. Was war das? Widerlich. Ja, einen Ausweg finden, das wollen wir natürlich auf jeden Fall, aber fragt sich nur wie. Zurück können wir nicht, der Nebel ist zu dicht. Er leitet uns wieder zurück. Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexen von Edmonton. Ein Drama von William Rowley Thews, Decker und John Ford, aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope, Samstag, 17. April, 19 Uhr. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Könnte sein. Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker? Ich nehme die Historiker, die sind, glaube ich, schlimmer. Man sieht auch nichts, ey. Stopp, du sei hier. Na toll, wir werden beobachtet. Von dem kleinen Mädchen. Ist hier irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. Oh, eine Brücke. Da kommen wir bestimmt in die Stadt. Oder so. Da vorne ist irgendwas. Ja, eine Brücke. Wo lang? Beeilen wir uns. Wie recht du hast. Oh. Schaut mal! Hey! Halt! Stopp! Stopp! Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Ja. Du kannst ja nicht alleine hingehen. Man darf sich nie trennen. Ich komm mit. Warte, ich komm mit dir. Man darf sie nicht trennen. Ihr zwei! Das ist nicht gut. Nicht wirklich. Ach du Scheiße.
Ist da wer? Ich hoffe nicht. Na da, du. Hey! Hallo? Nö! Hey! Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Es sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Was bist du? Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Es ist sie! Es ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Starrt mich nicht so an. Ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Hab mich selbst gesehen. Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst nicht gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Ja. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie trennen. Horrorfilme sind dumm. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Andrew hat recht. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Auf jeden Fall. Kann man schlecht aufteilen, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Definitiv. Dann wollen wir mal durch die gruselige Brücke gehen. Oh. Oh. Freut man sich ja schon drauf hier auf dieses gruselige Kabinett. Moment. Das Geräusch. Wo ist denn Angela? Ich hab sie. Danke. Bitte. Davon jetzt Angst? Mein Gott. Krasser Scheiß. Ist alles okay? Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Ja, und den finden wir das nächste Mal, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein wenig Spaß gemacht. Bleibt mir ja gesund. Es sind schwere Zeiten momentan, ich weiß, aber haltet euch bitte an die Regeln. Und wir haben diesen ganzen Scheiß ganz schnell hinter uns gebracht. Also in dem Sinne, bis dahin, euer Scary Fairy. Ciao, ciao.